Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Merkur Orakel im Zeitraum von 30. Mai bis 5. Juni 2018. 30. Mai 2018 ist Mittwoch und Mittwoch ist ein Merkurtag. Welche Merkur-Energie haben wir und für was steht Merkur überhaupt? Merkur vermittelt etwas, hilft uns bei Handlungen. Das ist auch Kommunikation, ob das schriftlich ist oder telefonisch, das ist der Austausch. Liefert Informationen und natürlich vermittelt etwas, vermittelt auch Wissen. Zu Merkur-Energie gehört auch Medien. Astrologisch. Merkur bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen Zwillingen. Tierkreiszeichen Zwillingen hat ein ganz enge Bezug zu diesem Merkur-Energie, weil Merkur ist der Herrscherplanet über die Tierkreiszeichen Zwillinge, herrscht allerdings auch über die Tierkreiszeichen Jungfrau. Bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf und damit auch die Merkur, Planet Merkur, und das heißt, es kommt jetzt etwas ins Licht. In die vergangenen Tage war alles im Verborgenen. Da waren Geheimnisse oder wurde etwas verschwiegen und jetzt kommt plötzlich alles ins Licht, kommt die Wahrheit ins Licht. Und mit dieser Energie beginnt dieser Zeitabschnitt von 30. Mai. Und natürlich, das steigert sich immer mehr. Das heißt, die Gespräche nehmen zu, immer mehr Klarheit kommt und werden auch Handlungen geben. Jetzt schauen wir die Legung an. Was ist die Hauptthema in den nächsten Tagen? Das zeigt diese Karte an. Die Hauptthema ist eine Vereinbarung, ein Treffen, ein Vertrag. Das kann natürlich auch in die Liebe, Partnerschaft sein, eine Versöhnung oder jemand kennenlernen oder ein Treffen, eine Umarmung. Aber etwas stört dabei, entweder eine dritte Person oder die Erinnerungen in Vergangenheit oder Gefühlen wie Zweifel oder Angst. Wenn es um andere Handlungen geht, wie ein Vertrag, dann bedeutet diese Karte, es wird einen Vertrag geben, aber eine dritte Person mischt sich da ein. Oder wir haben Angst vor dieser Vereinbarung, von diesem Vertrag. Wenn es um Terminen geht, ein Vorstellungsgespräch, ein Termin, etwas zu besichtigen, oder ein Termin bei Autohandler, oder ein Termin bei Arzt, das wird auch nicht ganz einfach sein, sofort diesen Termin vereinbaren, weil das kann sein, dass eine dritte Person dann bevorzugt wird oder mischt sich jemand ein und wird die Termin abgesagt, verschoben. Also hier gibt es Einflüsse von außen. Jetzt schauen wir die Gespräche, die Kommunikation an. Das hat wirklich einen ganz engen Bezug zu Merkur. Weil dieser Planet vertritt die Kommunikation. Also das ist die stärkste Energie. Und wie wirkt Merkur? Wie laufen die Gespräche? Hier in diesem Bild schauen wir die Dame an. Die eine Seite von dieser Dame ist sehr offen, zeigt sich offen. Die andere Seite ist wie eine Nonne verschleiert. Das ist ein gewisser Widerspruch. Entweder ist man offenherzig oder benimmt sich wie eine Nonne.
passt nicht zusammen. Trotzdem vereinbart sich hier, weil diese Dame hat beide Seiten. Hier in diesem Platz handelt es sich um Gespräche. Das heißt, wenn wir kommunizieren, sollen wir nicht nur sprechen, sondern auch zuhören, oder wir sollen betrachten die beide Seiten, die Münzen. Etwas mit anderen Augen betrachten. Diese Karte kann auch bedeuten Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß, Hopp oder Top. Hier gibt es keine Zwischenlösung und wir sollen auch darauf achten bei Gesprächen. Entweder oder. Eine klare Entscheidung ist hier wichtig. Liebe Partnerschaft, wie laufen die Gespräche in die Liebe? Das zeigt diese Karte an. In diesem Bild hält dieser Mann etwas in Hand. Natürlich ist es die Münze. Aber das hat eine symbolische Bedeutung. Das symbolisiert auch die Erde-Element, also auch Materie, auch Geld, aber symbolisiert auch Sicherheit und Stabilität. Hier handelt es sich um die Liebe-Partnerschaft, also die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität ist hier sichtbar. Aber eine gewisse Unbeweglichkeit. Man weiß nicht genau, welche Richtung soll man orientieren. Die Brücke heißt eine Übergangsphase. Das heißt, die Bedürfnis ist gerade danach Sicherheit und Stabilität in die Liebe. Hier wird Entscheidungen getroffen, aber es ist nicht der richtige Augenblick, weil man überprüft noch etwas. Diese Münze in Hand kann auch Zweifel oder Angst bedeuten und diese Gefühle machen uns unbeweglich. Man bleibt einfach stehen. Welche Richtung sollen wir uns einsetzen, bewegen? Das ist natürlich eine Mars-Energie und Merkur und Mars steht astrologisch schön in Verbindung, weil Mars bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Wassermann und das ist Luftelement und Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, ist auch Luftelement und zwei Luftelement verbindet sich die Kräfte harmonisch und Luftelement natürlich unterstützt die Handlungen und die Gespräche, weil das vermittelt die Worte. Und die Luftelement ist aktiv, schenkt auch Leichtigkeit. Das heißt, es bewegt sich etwas. Es geht alles voran. Und da werden Handlungen sein und natürlich auch die Gespräche, die Kommunikation nimmt auch zu. Das kann ich astrologisch mal sagen. Und was zeigt dieses Bild? Hier ist nicht die Luftelement sichtbar, sondern die Feuerelement ist sichtbar. Die Feuerelement ist die Begeisterung mit Herz und Seele, mit Feuer und Flamme, mit dieser großen Begeisterung dabei zu sein. Also wenn in den Tagen etwas kommt, was uns begeistert, sollen wir aber noch etwas überprüfen, bevor wir schnelle Entscheidungen treffen, bevor wir handeln. Das zeigt die Haltung dieses Mannes. Es ist schon Bewegung. Hier ist kein Stillstand, aber eine langsame und vorsichtige Bewegung. Dieser Mann schaut in alle Richtungen, wo lauschen Gefahren. Ich würde damit nicht sagen, dass Gefahr kommt, sondern etwas noch überprüfen. Und das sind Themen, was uns spontan begeistert in die Tage. Die rechtliche Lage. Bekommen wir unsere Rechte? Das kann natürlich eine rechtliche Situation sein, ein Gerichtstermin oder das Gefühl, ja, ich fühle mich gerecht oder ungerecht behandelt. Wie steht das mit Gerechtigkeit in die Tage? Nicht so gut. Da haben wir dieses Gefühl, das bricht alles zusammen, weil man glaubt nicht mehr an die Gerechtigkeit.
Entweder glaubt man nicht in die Rechtssystem oder man hat das Gefühl, dass man ungerecht behandelt wird. Und hier, weil jetzt handelt sich um Merkur-Energie, das ist ein Merkur-Orakel, das anzusprechen, direkt anzusprechen und sagen, ich habe das Recht, das würde ich nicht empfehlen, weil das wird nicht anerkannt. Und dann haben wir diesen Zustand, ja, das hat gar nichts gebracht. Also lieber schweigen. Was für Lernaufgabe haben wir in die Tage bezüglich Gesprächen, bezüglich Kommunikation? Eine gewisse Rückzug. Das kann bedeuten, nicht allzu viel sprechen oder Zeit nehmen und überlegen, was man sagt, wie man sagt, wem darf man das überhaupt sagen. Aber bei Merkur geht es nicht nur um Kommunikation, bei Merkur geht auch um Wissen und auch um Lernen. Und diese Karte ist eine spirituelle Richtung und das vermittelt uns, wir sollen damit befassen, spirituell uns weiterentwickeln, Wissen vermitteln, Wissen aneignen. Und das kann auch bei uns, nicht bei uns allen, das würde ich nicht behaupten, aber bei vielen von uns ist natürlich auch gerade eine Aufgabe in diese Richtung uns zum Entwickeln. Welche unerwartete Ereignisse kommen und wie kommunizieren wir dann, wie reagieren wir drauf? Es kommt etwas Neues auf uns zu oder wir haben eine neue Idee, einen Plan. Es sind noch nicht die Schritte, es sind noch nicht die Handlungen, es ist einfach nur eine Idee. Aber das ist noch alles ungewiss. Das heißt, es werden unerwartete Ereignisse kommen, Informationen, Impulse, Kontakte, Gespräche, was uns zu neuen Ideen bringt. Wir werden das noch nicht umsetzen, aber das haben wir schon im Kopf. Und das zeigt die Zahl 0, sind noch nicht die Schritte, das wäre die Zahl 1, sondern bei 0 fangen wir an. Das heißt, wir machen Gedanken, wir planen etwas durch die unerwarteten Einflüsse. Jetzt stelle ich die Frage, laufen die Gespräche nach unserem Wunsch, nach unserer Vorstellung? Das zeigt diese Karte an. Wenn wir das schaffen, dass wir in eine Richtung orientieren oder verlangen die Wahrheit oder klare Entscheidungen, also kein Hü und Hot, dann laufen die Gespräche geradeaus ziemlich klar und natürlich, das bedeutet auch, da bewegt sich auch etwas. Wie ist es mit unserer inneren Überzeugung? Können wir auch andere überzeugen von unserer Meinung? Das zeigt diese Karte an. Ja, also wir haben in den Tagen gute Ideen, auch geschäftliche Ideen und die Gespräche laufen sehr gut, besonders was die Öffentlichkeit betrifft. Oder kommt eine Einladung oder kann auch bedeuten, dass wir im öffentlichen Leben eine Rolle spielen und dort gibt es auch Begegnungen und natürlich auch Komplimente und schöne Gespräche. Und das war diese Legung Merkur-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.